Willkommen zu einer neuen Aufnahme. Let's play Skyrim. Diesmal ein paar Meter weiter als letzte Folge mal wieder. Also Anfang, Ende, wisst ihr schon, was ich meine. Naja, also wollen wir mal daran arbeiten, diese paar Meter zu vergrößern. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist das hier jetzt ein unnötiger Umweg. Wir können hier einfach geradeaus gehen. Oder? Na ja, ich würde mal sagen, ich hoffe es. Hier ist so eine kleine Pfütze, die uns nicht drüber springen lässt. Wir laufen auch hier weiter bis Unterholz, an den gefällten Bäumen vorbei. Da ist eine Hütte, ist uns sowas von scheißegal. Und da ist wieder der Weg. Aber eine Abkürzung war es nicht, denn der Weg geht jetzt genau dahin, von wo wir gekommen sind. Wir haben in die falsche Richtung abgekürzt. Na, ganz klasse. Okay, beim nächsten Mal abkürzen, kürzen wir wirklich in die richtige Richtung ab. Nee, das ist ein Elch. Ach, gut, das bettelt ja förmlich darum. Einmal kurz ein paar Meter weiter hier hinzugehen und das einzutragen. Auf unsere allwissende Karte. Ist das eine dieser alten Ruinen? Was? Egal. Wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, wir müssen ja noch was anderes erledigen. Also dann auf und davon, würde ich sagen. Yep, wir laufen. Das tun wir. Und jetzt sprinten wir. Und jetzt würden wir gerne sprinten, aber laufen nur. Obwohl, da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn die Ausdauer komplett aufgebraucht ist, wie kann es dann sein? Dann wollen wir. Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Der hat noch nicht mal was Gutes. Geht. Netter Versuch. Aber mir jagt ihr keine. Jetzt halt die verdammte Kreatur. Das war schon alles? Wirklich? Nein, das war noch nicht alles. Das war alles. Noch kurz heilen. Zwergendolche hatte der, oder? Ja. Dietrich, Granatstein, ansonsten nichts. Na dann, weiter geht's. Lädt sich auch wieder langsam auf. Wobei das immer noch nur das erste Wort ist. Stopp, wir sind an einer Kreuzung. Ich guck mal kurz, ob diese Kreuzung in meiner Karte verzeichnet ist. Da ist eine Karte. Das würde passen. Wir müssen aber mehr nach Weißlauf. Und das ist in die Richtung. So, Schrei ist wieder aufgeladen. Weiter geht's. Ich bin auf dem Weg nach Einsamkeit, um in die Armee einzutreten. Nach Einsamkeit. Und er ist gerade auf der Straße nach Riften. Ja, klar. Der weiß schon, dass Einsamkeit komplett am anderen Ende der Karte ist, oder? Ich hoffe es für ihn zumindest. Ach, Sekunde mal, hier kann man ja auch abkürzen, wenn ich das recht, sehe. Oh, Wasserfall. Gab's nicht auch noch eine Assassin's Creed-Anspielung? Ah, ich hab's mal gefunden, aber ich habe vergessen, wo sie war. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen hier weiter. Ach, nee.
Nee, nee, nicht die. Die Wasserfälle sind's nicht. Nur mal kurz zur Versicherung. Die Wasserfälle sind es nicht. Wir sind jetzt hier. Ach, da? Was? Ich hätte gedacht, wir wären... Ach nee, stopp. Mann. Ich müsste mal echt lernen, die Skyrim-Karte etwas besser zu lesen. Ich hab gedacht, wir wären schon ein paar Meter weiter oben. Sonst hätte ich gesagt, wir würden immer einen Fluss abkürzen, aber... über einen Wasserfall kürzt man nicht einfach so ab. Da geht es nämlich zu schnell nach unten. Nur so als Beispiel. Das wäre der Weg vom Fluss mit der Abkürzung gewesen. Nein. Nein. Oh, fuck. Wir werden nicht abkürzen. Nicht so. Nicht hier. Woanders gerne, aber nicht hier. Ach nee, das ist der Weg. Verdammt. Also, die Frage aller Fragen ist aber, können wir jetzt hier abkürzen? So wie ich das sehe, können wir. Wir müssen aber extrem vorsichtig sein. Wuhu! Juhu! Ich glaube, ich werde sogar die Folge abwärts nennen. Einfach nur als Anspielung hier ran. Also dann. Einmal ganz nach unten, bitte. Oh, Sekunde. Vorsicht. Ich würde ungern an Fallschaden sterben. So. Jetzt haben wir... Ja, so viel ist auch wieder nicht gespart. Aber wir haben was gespart. Und jetzt muss ich gerade wieder daran denken, das Hochladen dauert so verdammt lange. Und dann bricht es sogar noch manchmal ab. Das wird echt eine schöne Sache, die ganzen Folgen hochzuladen, wenn das Internet nicht mal endlich zu viel einkriegt. Ich kann versprechen, etwa so um... den 28.07. wird sich das Internet wahrscheinlich erst verschlechtern und dann verbessern. Nun denn. Und nicht bis dahin, sondern bis zum nächsten Mal. Ariadas.